HWTV, Ihr regionales Fernsehen, heute mit folgenden Themen. Erleichtert, das Ende der Delhi-Misere. Entspannt, der Traum vom eigenen Schrebergarten. Energetisch, Andreas Rambo-Ruppin brennt auf Revanche. Unsere Magazine, schwelgen in Erinnerungen mit Filmen aus dem Archiv des Brucker Stadtmuseums. Trainee of the Day mit Perperin Plazako von den Stadtwerken Kapfenberg. Und Mike Johann kocht heute für uns mit frischem Gemüse vom Mötschelmeierhof in Oberaich. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HWTV. Ja, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Es ist eine kurze Geschichte, die die Drogeriemarktkette Delhi schreibt. Nach gut einem Jahr ist es nun vorbei, wobei kurz wohl relativ ist. Für die Angestellten war es nämlich eine halbe Ewigkeit. 1,5 Jahre voller Unsicherheit, voller Warten und Bangen sind nun zu Ende. Arbeitslos sind nun auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns in der Obersteiermark. Wir haben exklusiv mit einer ehemaligen Delhi-Angestellten aus unserer Region gesprochen. Wer in den letzten Wochen in einer Delhi-Filiale war, der hat zumindest eines günstig eingekauft. Aber auch zum allerletzten Mal. Denn inzwischen sind auch die letzten Delhi-Filialen in der Steiermark geschlossen. Erleichtert sind vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Am 12. August kam das endgültige Aus für Delhi und die verbliebenen 2200 Beschäftigten. Auch in der Obersteiermark werden die letzten Filialen geschlossen. Die Mitarbeiter, großteils Frauen, zeigen sich von der Schließung wenig betroffen. Schon seit 1,5 Jahren zehrt die mögliche Pleite der Drogeriemarktkette an ihren Kräften. Ein kurzer Rückblick. Im Juli 2012 übernimmt Rudolf Haberleitner knapp 900 Schleckerstandorte in Österreich. Für die Mitarbeiter ein kurzer Moment des Aufatmens. Wir haben mit einer Angestellten aus unserer Region gesprochen. In erster Linie hat man sich natürlich über die Rettung gefreut, aber von Hoffnung hat man nicht reden können. Am 23. November steigt der Glücksspielkonzern Novomatic als Finanzinvestor bei Delhi ein. Im April 2013 kündigt das Delhi-Management an, die österreichischen Filialen auch sonntags aufsperren zu wollen. Ende des Monats vereitelt eine Gesetzesänderung die geplante Sonntagsöffnung. Doch nicht nur das geht schief, auch das Sortiment kommt bei den Kunden nicht an. Es waren Lebensmittel im Sortiment, aber unsere Kunden haben sich nicht an das Sortiment mit Lebensmitteln gewöhnt. Die haben hauptsächlich das vermisst, was Schlecker früher Zeiten gehabt hat. Das sind hauptsächlich Drogerieartikel, Waschmittel, Putzmittel, ja, für den alltäglichen Bedarf. Im Mai hat Delhi erste Finanzierungsprobleme und bittet seine Lieferanten um Zahlungsaufschub. Mitte des Monats steigt Novomatic aus seiner Beteiligung aus. Ende Mai werden die ersten Mitarbeiter beim AMS angemeldet. 180 Filialen müssen zusperren, darunter auch 40 in der Steiermark. Am 4. Juli beginnt das Sanierungsverfahren für Delhi. Eine Woche später werden weitere 355 Filialen geschlossen. Durch das Unternehmen selbst wurden die Mitarbeiter nur spärlich informiert. Die Mitarbeiter wurden zum Beispiel über die Insolvenz per Fax informiert. Dasselbe gilt auch für den Absprung des zweiten Investoren von Novomatic vor rund 2 Monaten. Jedoch wurde man über die negative Situation durch die Medien und Internet aufmerksam und war hauptsächlich von diesen informiert. Das Gehalt für den Juni sowie das Urlaubsgeld haben die Beschäftigten bis dato nicht bekommen. Ja, natürlich hat man zuerst schon gerechnet, dass der Lohn da ist, aber man muss das Beste daraus machen und hauptsächlich bitten, wir bekommen unser Geld. Hängen Sie jetzt persönlich davon ab, vom Geld? Also ich muss sagen, jeder braucht sein Geld, da braucht man nicht reden, aber ich brauche zum Beispiel nicht Angst haben, dass ich das nächste Monat nicht mehr über die Runden komme. Ja, muss man sich so einteilen. Fehlendes Gehalt, leere Regale und kein Ende in Aussicht. Nur noch wenige Kunden kommen ins Geschäft, so wie zum Beispiel in dieser Filiale in der Johann-Nestreu-Straße in Kapfenberg. Ums Einkaufen geht's dabei nicht. Ich sage einmal, durch das von Anfang an nicht gewährleistete Vollständigkeit des Sortiments haben wir leider sehr viele Stammkunden verloren. Es gab sehr viele verärgerte Kunden und inzwischen haben die Kunden auch eingesehen, dass wir Verkäuferinnen für die halbleeren Regale eigentlich nichts können.
Und sie kommen oft nur herein und wenn sie nur ein paar tröstende Worte für einen haben, es baut einen schon auf. Weil es ist doch ein persönliches Arbeiten, wenn man Kunden täglich sieht. Nachdem die Frist für die Suche nach Investoren mehrmals verschoben wurde, können 2200 Mitarbeiterinnen nun endlich aufatmen. Ja, ich glaube, man ist erleichtert, dass endlich diese schwierige Zeit ein Ende hat. 3.468 Beschäftigte haben ihren Job verloren. Nach Mitarbeiterzahlen ist die Insolvenz von Daily die größte Handelspleite der letzten 20 Jahre. Ja, vom Hochhaus direkt ins Urlaubsparadies in nicht einmal 5 Minuten. Wie das geht? Der sogenannte Schrebergarten macht's möglich. Dieser wird bei den Österreichern und Österreicherinnen immer beliebter. Ja, und auch Kapfenberg ist voll im Schrebergartenfieber. Miriam Pössnicker und Wolfgang Pust haben sich auf die Suche nach der Idylle am Rande der Stadt gemacht. Sie sind klein, bunt und leben im Garten, in unserem Fall im sogenannten Schrebergarten von Familie Schuster. Besuch bekommen die Zwerge im Sommer fast täglich, denn Herr und Frau Schuster leben in einer Siedlung direkt ums Eck. Vom Hochhaus zum Gartenparadies in nicht mal 5 Minuten. Kleingärten sind extrem begehrt, die Schlangen dafür lang. Da sind wir spazieren gegangen und da haben wir gesagt, weißt du was, immer das mit dem Wandwagen hin und her fahren. Wenn wir so ein Fleckerl kriegen, dann nehmen wir es. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eins erwischt habe. Ja, und wenn man endlich einen erwischt hat, will man den auch so schnell nicht mehr hergeben. Familie Schuster hat ihren Kleingarten inzwischen seit über 34 Jahren. Ihre Kinder sind mit dem Garten aufgewachsen. Im Laufe der Zeit sind die Kinder größer geworden und waren gerne im Garten. Wie sie älter geworden sind, haben sie da Feste gefeiert natürlich, wie die Jugend halt gern macht. Und so haben wir den Garten genützt als Gemüsegarten, für Partys, für Grillfeste. Ja, das war immer wunderschön, muss ich sagen. Die Kinder haben inzwischen selber Kinder. Gefeiert wird zwar immer noch, aber doch nicht mehr ganz so oft wie früher. Und Frau Schuster? Ja, Frau Schuster ist inzwischen zu einer ausgezeichneten Gärtnerin geworden. Langweilig wird es in der Gartenoase nie. Das ist unser kleines Reich, da haben wir immer was zu tun, wenn wir wollen. Und im Frühjahr ist natürlich mein großes Hobby der Gemüsegarten, weil ich tue die Pflanzen selbst ansehen. Und dann schaust halt jedes Plänzchen an, ob es größer wird, gießen fleißig, Unkraut ausjäten. Das sind halt dann die Arbeiten dabei. Aber das muss man gern tun. Also für mich ist das ein großes Hobby. Ein Hobby, das vor allem die Nachbarn mit ihr teilen. Parzelle an Parzelle tummeln sich im Sommer die Heimgärtner. Ob Obst oder Gemüse, in Kapfenbergs Schrebergärten findet man so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Natürlich rein biologisch. Fangen wir an. Mal die ganzen Kräuter habe ich. Ich liebe Kräuter. Angefangen Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Basilikum. Dann haben wir da die fette Henne und Salbei und auch jede Menge. Melisse, aus Melisse machen wir Saft, Zitronenmelissensaft und manchmal mische ich mehrere Kräuter zusammen und machen wir Saft. Und dann haben wir Gurken, dann haben wir Fisolen, gibt es noch welche, Kraut und Rüben und was haben wir hier, Salat. Und jetzt kommen dann die Tomaten. Da bleibt nicht viel übrig, weil wenn wir in den Garten gehen, oh, ist wieder eine Tomate rot und die wird gleich gegessen. Ist schon weg. Ist schon weg. Das gute Obst und Gemüse im Garten locken aber nicht nur Herrn Schuster. Früher hatten wir einen Kirschbaum, aber da waren die Vögel schneller als wir. Dann haben wir mal einen Marder gehabt, der ist auf den Kirschbaum hinaufgeklettert, hat es uns weggefressen und dann ist die Zeit gekommen, wo mein Mann gesagt hat, ich lasse dich nicht mehr auf den Kirschbaum hinauf.
So, dann haben wir umgeschnitten, weil es bringt dann nichts und haben ein Apfelbäumchen gesetzt und da nur einen Halbstamm, sodass wir kleine Leute ihn auch erreichen können. Die Äpfel halt. In die Ferne reisen tun die beiden eher selten. Wozu auch, haben sie doch den Urlaub direkt vor der Haustür. Ich kann meine Dehnübungen machen heraus. Ich kann zum Beispiel, wenn es mir gerade passt, batzen, sagt man. Ne? Ja, wie sagt man schnell? Hinlegen, schlafen oder was lesen oder tratschen und so. Das ist unser Ding. Das gefällt uns. In ihrem Garten sind die Schusters frei. Losgelöst vom Alltag, abseits von Stress und Sorgen. In einer völlig entspannten Welt. Jetzt steht man mal auf den schönen Tag. Andreas Rambo-Ropin hat sich 2011 einen Namen gemacht, als er 8-mal in 24 Stunden das Rennfeld rauf und runter gelaufen ist. Im Vorjahr war der Hochschwab an der Reihe. Diesen Rekordversuch musste er allerdings wegen Knieproblemen aufgeben. Heuer fordert der Brucker Revanche. Am 7. September ist es soweit. Ja, und wie er sich darauf vorbereitet hat, das erzählt er uns im Interview. Höher, schneller, weiter, steiler. Rambo brennt auf Revanche. 8-mal will er den Hochschwab in 24 Stunden bezwingen. Das sind 11.444 Höhenmeter oder einmal Mount Everest und Retour. Im 6. Durchlauf musste er sich im Vorjahr geschlagen geben. Heuer geht's in die 2. Runde. Wegen Knieproblemen musste der Extremsportler seinen Versuch 2012 aufgeben. Ein spezielles Training soll das heuer verhindern. Spezifisch habe ich mich eigentlich ab September angefangen zum Trainieren, dass ich zusätzlich noch Krafttraining mache beim Dr. Pazischnik drüben. Der hat so ein Physiotherapiezentrum und die haben mich da ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise haben mir Übungen gezeigt, was ich machen könnte. Eben damit ich da, eine Stabilisationsübungen dazu mache und alles. Und eben ein bisschen mehr Kraft dazu kriege und Muskeln und so. Und zusätzlich habe ich auch, dass ich heuer wesentlich mehr krause Läufe gemacht habe, also längere Ultradistanzen gemacht habe. Andreas Rambo-Ropin lebt ein Leben der Extreme. Einen fast 20.000 Meter hohen Bierturm hat er über die Jahre wortwörtlich versoffen, bevor er sich dann entschloss, sein Leben grundlegend zu ändern. 3 Päckchen Zigaretten hat er früher täglich geraucht. Heute läuft er dafür 8-mal aufs Rennfeld. Geblieben ist aber bis heute das Extreme. Der Beginn mehr oder weniger war eigentlich wie da vor 2 Jahren, da ist Rheinfeld 8-mal erlaufen bin. Da hat das eigentlich begonnen, dass mir das so zum Taugen angefangen hat, das Ultra, also Ultradistanzen zum Laufen. Zuerst wollte ich eigentlich immer nur ein ganz normaler Sportler bleiben, alle 2-3 Tage mal ein bisschen joggen, aber seit der Aktion taugt es mir einfach ein bisschen mehr zu machen. Auf einen Berg gehen kann der Obersteirer nicht. Wo ich einmal bin ich auf einen Berg aufgegangen und das nur, weil einer mit war. Sonst bin ich in jedem Berg noch erlaufen. Da fragt man sich doch, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Haushalt extreme? Ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich bin im Haushalt eher schon mehr der, was das alles ein bisschen fallen lassen und schwerstens glücklich bin, dass ich meine Frau habe. Ich versuche zwar immer wieder ein bisschen was zum Unterstützen, aber es gelingt mir fast schon einmal mehr. Und? Läuft die Angetraute auch mit auf die Berge? Nein, erstens, wie soll ich sagen, ich bin schon früher öfters mal mit ihr auf den Berg gegangen. Bin auf der Straße öfters laufen gewesen mit ihr. Aber zurzeit ist mit Laufen absolut nichts, weil Mitte September, wie soll ich sagen, kommt ein Mädel auf die Welt. Und wirklich? Ja, ja.
Und da ist zurzeit mit Laufen am Berg leider gar nichts mit ihr. Aber herzliche Gratulation. Danke vielmals, danke. Wer weiß, vielleicht läuft ja irgendwann seine kleine Tochter mit. Bis dahin ist aber noch viel Zeit und als nächstes steht sowieso der Hochschwab an. Am 7. September ist es dann soweit, dann, wenn Rambo endlich seine Revanche bekommt. Sommerzeit ist Ferienzeit. Der Kinder- und Jugendsommer garantiert auch heuer wieder Freizeitspaß vom Feinsten in Kapfenberg. Täglich gibt's tolle Aktivitäten, Outdoor-Erlebnisse und coole Veranstaltungen. Nähere Informationen auf www.kapfenberg.at oder unter 038 62 22 501 1601. Sommerzeit ist Ferienzeit in Kapfenberg. Irgendwie scheint sich die alte Weisheit zu bewahrheiten. Es war schon alles einmal da. Kommende Woche am 27. August wird der neu umgebaute Brucker Bahnhof feierlich eröffnet werden. Ja, und das nicht zum ersten Mal. Wir haben im Filmarchiv des Stadtmuseums Bruck einen an Aktualität kaum zu überbietenden Bericht aus dem Jahre 1965 gefunden. Aber sehen und schmunzeln Sie selbst. Herzlich willkommen bei Alte Filme im Brucker Stadtmuseum. Aus Gründen der Aktualität habe ich im Brucker Filmarchiv gekramt und einen ausgesprochen interessanten Film gefunden, den ich Ihnen jetzt gerne zeigen möchte. Viel Spaß dabei! Film ab! Der Brucker Bahnhof, vor wenigen Jahren noch der Schrecken aller Reisenden, Berufsfahrer und Eisenbahner, hat sich inzwischen grundlegend zu seinem Vorteil verändert. Das alte Bahnhofsgebäude, 1844 erbaut, fast 120 Jahre alt, wurde 1961 abgebrochen und durch ein neues ersetzt. Bruck an der Mur hat damit als meistfrequentiertester und wichtigster Bahnhof der Steiermark nun auch endlich den zurzeit modernsten Bahnhof der Steiermark erhalten. Am 24. Mai 1963 wurde vom verstorbenen Herrn Bundespräsidenten Dr. Adolf Scherf das letzte Teilstück Mürzzuschlag Bruck an der Mur der voll elektrifizierten Südbahnstrecke Wien-Tarvis in Bruck an der Mur festlich eröffnet. Mit dem neuen Bahnhof wurde zugleich auch das neue und größte Bahnpostamt der Obersteiermark errichtet, das am 17. November 1963 seiner Bestimmung feierlich übergeben wurde. Jetzt ist nun auch der Bahnhof-Vorplatz mit einem Kostenaufwand der Gemeinde allein von über 1,5 Millionen Schilling fertiggestellt. Die Stadt Bruck an der Mur hat mit diesem Bahnhof entsprechend ihrer Stellung als international bekannter Eisenbahnknotenpunkt eine Visitenkarte erhalten, die jedem Ankommenden gefällig und freundlich erscheint. Die Szene haben wir aus einem Imagefilm der Stadt Bruck an der Mur aus dem Jahr 1965 herausgenommen. Wenn Sie den ganzen Film sehen wollen, er dauert 45 Minuten, schauen Sie bei mir im Stadtmuseum vorbei. Ich freue mich auf Sie.
Ja, und nun kommen wir wieder zu unserem Erfolgsmagazin Trainee of the Day. Unterstützt von den Unternehmen Böhler Norske Skog, Pankel, den Stadtwerken Kapfenberg und Böhlerit stellen wir Ihnen alle zwei Wochen spannende Lehrberufe vor. Denn besonders, wenn man jung ist und eigentlich noch nicht so recht weiß, was man im Leben machen will, kann die Jobsuche zum Glücksspiel werden. Auch Perperin Plazako stand mit 15 Jahren vor der Entscheidung, was tue ich jetzt eigentlich? Er hat sich dann bei den Stadtwerken Kapfenberg als Elektroinstallationstechniker beworben. Heute ist er im dritten Lehrjahr und ob er richtig entschieden hat, das sehen Sie jetzt in Trainee of the Day. Wer weiß denn schon mit 15 Jahren, was er später machen will? Auch Perperin Plazako stand vor 2 Jahren vor der Entscheidung, was tue ich jetzt? Nach der Polytechnischen hat er sich bei verschiedenen Unternehmen um eine Lehrstelle beworben. Geworden sind es die Stadtwerke Kapfenberg. Wir besuchen ihn bei seiner Arbeit. Savatika. Mir Dieter. Pepe, was schauen wir uns heute an? Ja, heute gehen wir in die Bäckerei Handel. Kapfenberger Hauptplatz und ja, auf dieser Baustelle bin ich zurzeit tätig. Pepe ist im dritten Lehrjahr zum Elektroinstallationstechniker. In seinem Job ist er viel unterwegs. Heute geht's zur Bäckerei Handel, die am 1. September eröffnet. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Was machst denn du jetzt als erstes? Also ich werde jetzt die Stemmmaschine anstecken und dann werde ich anfangen für den Schlauch tiefer und breiter zu stemmen. Bei den Säulen darf nicht gestemmt werden, denn diese sind denkmalgeschützt. Damit der Schlauch auch nicht rausrutscht, wird er an ein paar Stellen festgegipst. Darf ich mal probieren? Kannst du gern probieren. Danke. Bitte, gerne. Oh Gott. Ja! Dass du vielleicht da was aufgeschmissen? Da, ja? Okay. Eigentlich ganz lustig, aber auch hier muss genau gearbeitet werden, damit der Maurer im Anschluss keine unnötige zusätzliche Arbeit hat. Nach ca. 5 Minuten ist der Gips so weit trocken, dass Pepe die Kabel für die elektrische Installation einziehen kann. Ein Job, der nicht immer einfach ist. Eine zweite Hand ist da hilfreich. Hausinstallationen gehören zum Berufsbild ebenso dazu wie Kundenbetreuung bei Störungen. Seit gut 2 Jahren ist Pepe nun bei den Stadtwerken. Aus Erfahrung weiß er aber, wie schwer es als Jugendlicher ist, seinen Weg zu finden. Von meiner Sicht her weiß man mit 15, kann man so viele Tipps geben, wie man will, kann man so viel reden, wie man will. Mit 15 weiß man wirklich nicht, was man tun will. Man nimmt das, was angeboten wird. So war es bei mir. Ob er sich unterbewusst für den richtigen Job entschieden hat oder ob es einfach Glück war, ist im Prinzip auch egal. Wichtig ist, dass ihm sein Job Spaß macht. Ich finde es bei den Stadtwerken ist es wirklich super, was die Arbeit betrifft, was die Leute betrifft, was alles drum und dran betrifft, passt. Und ich bereise auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich bin ziemlich glücklich, dass ich da arbeiten darf. Wer viel arbeitet, braucht aber auch mal Pause. In seiner Freizeit probiert Pepe so viel wie möglich aus. Ob Fußball, Kickboxen oder Tischtennis, seine Hobbys sind vielfältig. Und wer sich jetzt immer noch fragt, was wir da zu Beginn für seltsame Laute von uns gegeben haben. Savatika. Mir Dieter. Hier. Die Auflösung. Jetzt hast du ja albanische Wurzeln. Sag mal, wie ist denn das so? Sag mal, wie ist denn es mehrsprachig aufzuwachsen? Also, das ist so wie einer, der was mit einer Sprache aufwächst. Das ist mir nicht aufgefallen, das lernt man einfach von klar auf. Aber es ist cool. Es ist gut, wenn man mehrere Sprachen kann, finde ich. Was er in 10 Jahren genau macht, weiß der 18-Jährige heute noch nicht.
Aber mal ehrlich, wer weiß das schon? Bei mir ist es so, wenn ich was plane, dann passiert es nie so. Aber wenn ich spontan mache, dann ist es immer einfach besser. Dann haut es meistens hin. Geplant hat Pepe zumindest seinen nächsten Urlaub in Albanien. Wo ist es denn dort am schönsten? Also am allerschönsten ist es in Saranda. Das ist eher südlich von Albanien. Und das ist auch zum schönsten Strand von ganz Balkan vor kurzem gewählt worden. Hat man im Fernsehen gesehen. Und dann würde ich Durres empfehlen. Das ist aber eher was für Jugendliche, aber ist auch ein schöner Strand. Aber halt Big City. Na dann wünschen wir einen erholsamen Urlaub. Ja, so ein Kürbis ist ziemlich vielseitig. Haben Sie gewusst, dass man sogar die Blüten essen kann? Ja, wie das schmeckt, müssen Sie zwar selber herausfinden. Unser Mike Johann zeigt Ihnen aber gerne, wie man daraus ein Haubengericht zaubert. Bepackt mit frischem Gemüse vom Mötschelmeierhof gibt's heute in der Oma-Küche eingemachte Bohnenschalen und in der Haubenküche gefüllte Sommerblüten mit Forelle. Guten Appetit! Wir sind heute in Obereich im Ortsteil St. Dionysen und neben mir die Barbara Lanzer, Besitzerin des Mötschelmeierhofes, die uns das ganze Jahr über auch schon mit immer tollen Biogemüse beliefern, speziell bei uns im Restaurant. Die Tonda-Rübe ist eine ganz bekannte Geschichte, waren die Gäste haben immer gefragt, was ist das? Barbara, was ist eigentlich biozertifiziert? Biozertifiziert heißt, dass wir uns nach den Richtlinien des biologischen Landbaues orientieren. Das heißt, wir verwenden den Mist unserer Tiere als Dünger am Acker und verzichten auf jegliches Pflanzenschutzmittel. Also quasi eure Bibel, ja. Wo unser schönes Gemüse richtig knackig wird. Richtig knackig, ja? Richtig gesund. Ihr habt ja nicht nur Gemüse, sondern ihr habt ja auch spezielles Rindfleisch, gell? Ja, wir produzieren Styria Beef. Das sind Jungrinder, die den ganzen Sommer auf der Weide verbringen und erst im Winter im Laufstall sind, wenn es richtig kalt wird. Genau, und deswegen wird es auch für uns eine Herbst- oder eine Spätherbstsendung werden, wie wir uns mit dem Rindfleisch befassen. Jetzt ist es eine Sommersendung, frisches Gemüse. Die Barbara und ich gehen runter auf den Acker und werden ein bisschen aussuchen gehen, was wir mitnehmen zum Kochen. Ja, hallo liebe Fans von Johann Kocht. Wir sind wieder retour jetzt von der Lanzerbarber vom Mötschelmeierhof, zurück vom Feld und sind jetzt wieder im Genusshaus in Bruck bei mir im Kochstudio im Johanns und haben einige interessante Gemüsearten und Raritäten bei der Barbara mitgenommen. Die möchte ich euch jetzt gleich ein bisschen zeigen, damit wir so sehen, was wir heute wirklich alles mit haben. Und zwar in der Oma-Küche gibt es heute ein schönes Gericht, nämlich eingemachte Bohnenschalen. Ja. Bohnenschoten, Fisolen, Strangerlern, wie die Kärntner sagen. Die Fisolen aus St. Dionysen. Dazu gibt es Erdäpfeln, auch von der Barbara. Also das Gemüse ist wirklich alles von ihr oben. Salome-Erdäpfeln, das sind eine Frühsorte, die wir machen. Und dazu machen wir klassisch eingemachte Bohnenschalen. Dazu Erdäpfelgröstel mit Grammeln, Speck vom Lagner Franz und Knacker. Richtige Knackwürst. Ich würde sagen, jetzt macht der Knacker jetzt gerade total durch. Nein, genau das ist es. Nämlich diese Tipps, wo ihr zu mir, wenn sie mir trefft, immer wieder sagt, das sind Ideen, die wir nachkochen können. Das ist eine interessante Geschichte. Und das gefällt uns und das ist ein tolles Gericht, das wir da heute machen. Bohnenschalen mit den Erdäpfeln dazu. Was machen wir in der Haubenküche? Da haben wir ganz schöne Sachen mitgenommen, nämlich Sommerblüten. Kürbisblüten, frische männliche Kürbisblüten, die wir füllen werden mit einem ganz feinen Forellentartar, mit so einer Forellenfas, die werden wir herausbrauten und dazu verbindet man dann das ganze Gemüse von der Barbara ein, nämlich die Tonda-Rübe. Das ist eine ganz tolle Rübenart, die sie extra nur für uns anbaut, schon seit dem Vorjahr. Ihr seht, das ist ja fast eine österreichische Rübe, schön rot-weiß-rot. Die werden wir ganz dünn aufschneiden, wie ein Carpaccio. Und dazu kommen dann die gefüllten Kürbisblüten und ein bisschen Mini-Partisan dazu. Kleine Mini-Partisan-Kürbisse und
gefüllte Zucchini-Blüten. Ja, das ist das, was wir heute wieder vorhaben. Und dann können wir schon wieder langsam starten. Die Bohnenschalen, die Fisolen, haben wir bereits zugeputzt und haben das angelegt. Und da werden die dann im Wasser leicht herauskochen. Nur gesalzen, leicht gesalzen das Wasser. Und was hat die Oma immer dazugegeben, dass die Bohnen schön grün werden? Natron, ein bisschen Natron. Bleiben die Bohnen schön grün. So, die können wir aufkochen. Wir geben einmal die Erdäpfel da in die Pfanne. Krammeln dazu. Die Krammeln lassen ein bisschen Fett. Es geht natürlich jetzt auch in der vegetarischen Variante, dass wir hergehen und sagen, okay, wir sparen uns die Krammeln, wir sparen uns auch den Goderspeck. Der Goderspeck übrigens ist vom Lackner Franz. Aus der letzten Sendung, den kennt ihr schon. Den schneiden wir nur in ein paar Würfel zusammen und geben es dann ebenfalls zu den Erdäpfeln dazu. Zusammenschneiden, die Bohnen kochen inzwischen. Wenn die Bohnen fertig gekocht sind, dann muss es nur abseihen und geben es dann für die eingemachten Fisolen beiseite. So, das lassen wir ein bisschen dahin rösten. Ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. Unser Oma-Geschirr kennt schon. Ja, dazu haben wir dann die Kalbsknacker. Knacker haben wir schon geschält. Wie ihr ja wisst, es ist ja auch immer wieder ein Tipp von mir beim Kochen, wenn mich die Leute treffen, die dann sagen, Mike, das ist eine gute Idee, was du uns immer sagst. Das sind schöne Gerichte, die wir da immer wieder auch zu Hause dann nachkochen. Einfach, wir sind ja nicht nur rezeptmäßig unterwegs, sondern wir sind auch Ideengeber für die Mittagsküchen bei uns im Land. So. Ein bisschen durchmischen. Ihr seht, das ist schon da. Und die Erdäpfel lassen wir runterbraten. So, und bei dem zweiten, da können wir ja ein kleines Muster in die Knacker hineinschneiden. Wir verwenden da Kalbsknacker. Die kaufen Sie einfach beim Fleischhauer Ihres Vertrauens. So. Schönes Muster dazu. Und die Bohnen, die sind eigentlich jetzt schon fertig. Die können wir schon abseihen. So, die Fisolen haben wir jetzt abgeseiht, kalt gemacht und jetzt schneiden wir es zusammen für unsere eingemachten Fisolen. Wir schneiden sie in größere Stücke. Nebenbei bitte immer wieder schauen, das Erdäpfelgröstl steht neben, dass das nicht anbrennt. Die Knacker sind bereits auch in der Pfanne drinnen. So, und was brauchen wir? Was hat die Oma gemacht immer bei den Fisolen? Sie hat zuerst immer ein bisschen einbrennen gemacht. Ein bisschen Butter dazu, wie immer, ihr kennt das, leicht zergehen lassen. Können wir ruhig ein bisschen braun werden lassen. Löffel Mehl. Ja. Aufschäumen lassen ganz kurz. Und dann mit ein bisschen Suppe abgießen. So. Ja. Die Oma hat dann natürlich ein bisschen einen Rahm dazugeben. Sauerrahm. Das lassen wir ganz kurz runterkochen. Ihr könnt es jetzt je nach Belieben. Ich tue es dazu, weil es einfach wirklich auch von der Barbara ist, einen Zwiebel dazugeben, den wir jetzt nicht angeröstet haben. Den restlichen Zwiebel geben wir zu den Kartoffeln dazu. Warum erst jetzt? Damit er nicht anbrennt. Wenn man den zuerst schon reingibt, brennt der Zwiebel an. Und das ist der Tipp wieder, quasi der Tipp der Sendung, Zwiebel immer am Schluss dazugeben, speziell bei den größten Erdäpfeln. Ja, den Zwiebel dazu, noch ein bisschen Sahne. Schlagobers natürlich. Ja. Schuss Weißwein. So, da. Passt. Und jetzt geben wir unsere Bohnen dazu. So. Wie gesagt, ihr kennt das Gemüse ja bei der Barbara wirklich auch selbst kaufen. Wir brauchen dort hinfahren. Richtung Oberaich, Dionysen über die Brücke. Nicht rechts zur Kirche, sondern links geht es zum Mötschelmeierhof. Da seht ihr schon die großen Felder. Und da kann man das ganze Gemüse, das wir hier verkochen, auch persönlich einkaufen und vorbeifahren. So, das lassen wir jetzt ein bisschen durchziehen. Ihr seht, das ist heute in der Oma-Küche relativ schnell gegangen. Und dann sollten wir mal in die Abendküche wechseln. Und da haben wir die gefüllten Sommerblüten mit den Forellen, mit einer Forellenfass drinnen. Ihr werdet jetzt sagen, was ist ein Forellenfass? Einige Zuseher, die ja schon auch hin und wieder bei mir in der Kochschule waren im Johannsenbruck, die wissen das. Eine Farce ist etwas fein gekuttertes, fein gehackt, nämlich in dem Fall Forelle
aufgehackt mit Eiweiß, ein bisschen Schlagerwas dazu und ein bisschen Eis. Das Ganze haben wir da jetzt einmal vorbereitet und dazu werden wir noch ein Filet von der Forelle enthalten. Das ist eine relativ einfache Geschichte, man hält das hinten an mit einem schönen gebogenen Messer, zieht das einmal durch, so, setzt und die Haut ist herunter. Das machen wir auf der anderen Seite. Das würfeln wir zusammen. Ganz wichtig ist, dass dieses Filet natürlich entgrätet ist, dass da keine Gräten drinnen sind. Und dann schneiden wir das einfach in kleine Stücke. Diese Stücke marinieren wir dann, in dem Fall heute mit ein bisschen Räuchersalz, ein bisschen Zitrone. Und das vermischen wir dann mit der Farce. Und mit dieser Farce füllen wir unsere Blüten, die wir von der Barbara mitgenommen haben. Und natürlich auch ein bisschen dazu den Mini-Partisan. Und Zucchini-Blüten hat es uns noch mitgegeben. So, das sieht dann so aus. Und dazu, wie gesagt, kommt noch ein bisschen von der Farce. Da geben wir die ganze dazu. Räuchersalz. All diese Sachen, die ihr hier seht, die könnt ihr bei mir im Genussladen auch erwerben. Wenn euch daheim einmal was abgeht und ihr habt das Produkt nicht, das könnt ihr bei mir immer wieder bestellen. Eiweiß dazu. Ihr müsst euch natürlich nur outen, ihr müsst sagen, ihr seid Fans von Johann Koch, dann kriegt ihr das. So, schaut her, die Farce ist abgerührt. Und jetzt, warum heißt es Sommerblüten? Wir nehmen alles dazu. Wir nehmen noch Kapuzinerblüten dazu. Und das kommt jetzt alles in diese Farce dazu. Die Kapuzinerblüte mit dem Stängel, die Kapuzinerblätter von der Kapuzinerkresse. Auch das kann man essen. So. Petersilie, frischer Koriander. So. Zitrone. Leicht hineinpressen. So. Den Kern, den habt ihr jetzt auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. So. So. Dann rühren wir die ganze Masse ab. Seht ihr, es wird sehr, sehr cremig. Ja. Dann können wir schon starten mit dem Füllen. Wir haben jetzt da zum Füllen die männlichen Blüten des Kürbisses und die werden wir einfach aufmachen und mit der Fülle, mit unserer Farce, füllen. Ja, es kommt einfach da rein, wird oben zugeklappt und dann setzen wir es in eine Form, die wir bereits vorbereitet haben, leicht gebuttert, die setzen wir da hinein. Und dann garen wir das Ganze und ihr werdet sehen, das wird eine wunderschöne Sache werden. So. Wir haben ja nicht nur die Kürbisblüten, die wir hier abfüllen, sondern wir haben noch ein Mini-Partisan mit. Dann haben wir noch den Kürbis, Mini-Partisan und ganz, ist jetzt wieder Haubenküche. Ganz mini, ganz klein. Bei der Oma war das so ein Blutzer, in der Haubenküche so klein. Einmal aufschneiden, aushöhlen. So, ihr seht das, nehmen wir noch hinein, füllen dort in eine Farce hinein und decken das Ganze dann wieder einfach zu. Und geben es auch in den Bräter hinein. Das können wir auch mit dem Großen machen, der hupft. Ja, seht ihr das? Den können wir aufdrehen, der hat einen Drehverschluss. Ganz fertig. Auch wieder aufmachen, Farce dazugeben und auch in das Rohr geben. So, den machen wir ganz dicht wieder, machen wir ganz zu. Dazu. Dann wird da ein bisschen drüber gesalzen, ein bisschen Zitrone drüber. Salz dazu. Ihr wisst, da haben wir wieder unser Meersalz und nicht den Ausseerkern wie bei der Oma. So, da. Ja. Ganz leicht noch marinieren. Wir haben da einen feinen Essig-Touch dabei mit Rüben. Und dann schieben wir das Ganze, wenn das fertig ist, ins Rohr und dann es dann bei 180 Grad ganz kurz rund 6-7 Minuten überbacken. So, und zu dem Gericht jetzt dazu geben wir ein bisschen frisches Forellenfilet. Wo sie das herkriegt, wisst ihr schon von den anderen Sendungen. Bei uns gibt es tolle Fische in der ganzen Region zu kaufen. Wir schneiden nur zwei so kleine Rhomboiden und die geben wir in die Pfanne und lassen sie in der Pfanne ganz leicht dazu schmoren. So, ein bisschen Zitrone drauf, leicht zum Anmarinieren, Räuchersalz, weil das ja so eine warme, schöne Vorspeise wird. Gehen wir dann nur in die Butter und lassen das ganz leicht da drinnen nur durchziehen. Ja, und dann schauen wir ins Rohr und schauen wir, wie es unsere Sommerblüten geht. Die Sommerblüten
können wir schon kurz rausgeben. Die werden schon fertig sein. So. Ja, ihr seht es. Der Kürbis, die Blüten sind durchgezogen. Dazu geben wir jetzt oben drauf ein bisschen Parmesan und lassen das ganz kurz dann im Salamander verbacken. Jetzt sind wir wieder beim Anrichten. Ihr seht in der Haubenküche unsere Sommerblüten, dazu die Tonderrübe, einer meiner Lieblingsgemüsesorten. Richtig österreichisch. Werden wir dünn auflegen. Sie ist wohlgemerkt roh, die ist auch roh essbar. Gell? Geht in die Richtung, schmeckt so ein bisschen wie eine rote Rurm, eine Mischung zwischen roter Rübe und Navette. So, dann kommt da drauf die Blüte, die gefüllte. Einmal, zweimal die Kürbisblüte. Dazu der kleine gefüllte Mini-Partisan. Der größere in der Kombination. Und dazu das frische Fischerl, die Forelle, die Haut runterziehen und dann stellen wir den Fisch da dazu, einmal, zweimal, so, was fällt zu den Sommerblüten? Richtige Blüten, nämlich Kapuzinerblüte, die auch noch da passend dazu kommt. Dann wird das Ganze jetzt noch ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Ja. Und wir marinieren das Ganze mit gehackter Tonderrübe, das wir ein bisschen im Öl eingelegt haben, ein bisschen an Essig. So, als Abschluss ein bisschen was Grünes dazu. Ja. Die frittierte Tonderrübe. Und ihr hört es nebenan schon brutzeln. Das sind schon unsere Knackwürste, die da brutzeln. So. Das ist richtig sommerlich dekorativ. Ja, und jetzt haben wir bei den Bohnen unsere eingekochten Bohnenschalen. Eingekochte Strangerl an, ihr seht es, die sind abgekocht. Wenn sie ein bisschen zu dick sind, könnt ihr nur ein bisschen Suppe dazugeben. Setzen wir jetzt da hinein. So. So. Da hat auch schon der Opa immer Freude gehabt, wenn es Bohnenschalen geben, aber ich wusste, es ist Sommer. Und dazu die Knacker und Erdapfel geben wir noch dazu. Oder noch dazu. Ein bisschen an Sauerrahm auf den Bohnen. So. So, da. Ihr seht es, wir sind schon wieder fast fertig mit dem Magazin, fast am Ende angelangt und haben diesmal für euch gekocht von der Lanzerbauer vom Mötschelmeierhof aus St. Dionysen, unser großer Bio-Gemüselieferant in der Haubenküche, der gefüllte Mini-Partisan, Kürbisblüten auf der Tonderrübe, ganz leicht mariniert und in der Oma-Küche eingemachte Bohnenschalen, frische Knackwurst und gereste Erdäpfeln. Mir bleibt wieder nichts anderes zu sagen, als wie einen guten Appetit wünsche ich euch und glaubt mir an das Gute im Topf, euer Mike Johann. Ja, das war wieder HIWE TV für diese Woche. Ich hoffe, Sie sind auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bei einer neuen Ausgabe Ihres regionalen Fernsehsenders. Dann begrüße Sie wieder meine Kollegin Miriam Pössnicker. Bis dahin eine schöne Zeit, tschüss Baba und bis zum nächsten Mal.